Ich freue mich sehr, dass ich unsere heutige Yin-Yoga-Practice, unsere Sadhana, das am 12. Juli 2012 stattgefunden hat, mit euch teilen kann. Die meisten Leute fragen mich, was ist Yin-Yoga? Ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Ich mag die Definition ganz gerne. Yin-Yoga ist deine persönliche Einladung, dein individuelles Setup, sei es jetzt physisch oder energetisch, kennenzulernen, in die Tiefe von dir zu tauchen und deine Strukturen wieder zu entdecken, in deinem sicheren Rahmen zu erweitern, sich zu lösen von äußeren Bildern, die wir als Bauplan für unseren Körper, unser Leben angenommen haben, nach innen zu gehen, zu horchen, zu lauschen, zu spüren und deinen Plan für dich, deinen Körper und dein Leben von innen auftauchen zu lassen. Yin-Yoga setzt den Schwerpunkt auf ein langes, stilles, tiefes, passives Halten von Stellungen, das aus dem tieferen Bindegewebe, das all unsere Strukturen im Körper umhüllt und verbindet, ermöglicht, wieder frei fließender zu werden, sich zu dehnen, zu revitalisieren oder auch stärker zu werden, je nachdem, was der Körper braucht. Die neuesten Forschungen haben entdeckt, dass in unserem Bindegewebe unsere Meridiane laufen, Bahnen innerhalb unseres Körpers, die einen geringen elektrischen Widerstand haben und somit Energie leichter an diesen Stellen von einem Platz zum nächsten über unsere Zellen transportiert werden kann. Gleichzeitig mobilisiert und stärkt Yin-Yoga unsere Gelenke, unsere Sehnen und Bänder und das tiefe Netzwerk unseres Bindegewebes, das, wie schon erwähnt, alles miteinander verbindet. Dadurch, dass wir Positionen so lange halten, ist es ganz wichtig, sich Zeit und Raum zu nehmen, um vorsichtig und langsam aus den Haltungen wieder rauszukommen. Unser Bindegewebe hat ein bisschen ein anderes Verhalten als unsere Muskeln. Unsere Muskeln sind mehr elastisch, brauchen weniger Zeit, um wieder in ihre ursprüngliche Form zurückzuspringen. Bindegewebe ist mehr plastisch und benötigt Zeit, um sich nicht nur zu dehnen, sondern auch wieder in die Gegenrichtung bewegen, vor allem wenn wir lange in einer Stellung verharren. Wir sehen hier die Schüler, wie sie sich individuell ausrichten, den Nacken bewegen, die Hände platzieren, so dass sie innerhalb ihres Körpers eine Öffnung und mehr Freiheit erfahren können. Gehen wir hier in eine tiefere Hüftöffnung unserer Gesäßmuskeln, indem wir in Shoelace Pose, wie es in Yin Yoga, im Yin Yoga heißt, gehen, Gomukhasana. Und Gott sei Dank hatte hier keiner von unserer Gruppe irgendwelche Knieprobleme. Insofern konnten alle Schüler hier sehr leicht für sich eine Position finden, in der sie sicher lange in der Haltung bleiben konnten. Doch hier ist jede Haltung individuell und verschieden und an die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers angepasst. Hier gehen wir in einen kurzen Backbend. Vorgegeben war Seal. Alle Schüler haben in dem Fall gewählt, eine Modifikation einzunehmen, Sphinx Pose. Nächste Haltung ist Dragonfly. Stretch für die Adduktoren. Je nachdem, ob wir den Rücken runden oder gerade halten. Ein Schüler nimmt diese Haltung an der Wand ein. Und dann gehen wir in eine meiner Lieblingshaltungen des Yin-Yogas, Cat Pulling Its Tail. Und auch in dieser Haltung gehe ich im Raum herum und unterstütze jeden meiner Schüler darin,
ihre individuelle Haltung zu finden, die es ihnen ermöglicht, zu öffnen, zu entspannen, loszulassen, zu entgiften, den Körper mit neuer Energie zu versorgen, Blockaden aufzulösen. Und so wie hier bei einer Schülerin, manchmal treten kleine Beschwerden des Körpers auf, im Sinne von, dass der Körper sagt, ja, da brauche ich etwas. Bei ihr war das in dem Fall das Knie, und das muss nicht immer muskulär sein oder vom Gelenk. Ich helfe ihr hier, ihr Knie etwas zu unterstützen. Manchmal liegen diese Sensations, die wir fühlen beim Arbeiten in Yoga, auch an Energie, die blockiert ist. So ist es immer ratsam, Schüler auch zu berühren oder sie zu ermutigen, dass sie sich selber mit ihren Händen eine energetische Unterstützung geben, damit die Energie wieder frei fließen kann. Und auch hier gehen wir wieder langsam raus und gehen dann in noch eine tiefere Hüftöffnung, eine Outer Rotation. Agni Stambhasana heißt es in den meisten Yoga-Richtungen. Im Yin-Yoga nennen wir es Square Pose. Und auch hier ist Kommunikation eines der wichtigen Werkzeuge. Erstens die Kommunikation jedes einzelnen Schülers mit sich selbst, mit dem Körper oder dem höheren Wesen, der höheren Intelligenz, was wahrgenommen wird. Und dann die Kommunikation mit dem Lehrer, wenn nötig, damit der Lehrer, so wie ich hier, kommen kann und wir verschiedene Dinge ausprobieren, die es, je nachdem wie der Körper gebaut ist, es dem Schüler ermöglichen, wirklich loszulassen, tiefer zu gehen, mit der Zeit die Zeit als Faktor zu nutzen, um den Körper mit dem Atem in Ruhe, in Stille, in Meditation zu öffnen und zu heilen. Das Schöne an Yin Yoga ist, dass es keine Schablonen gibt, dass wir immer wieder neu entdecken, dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und was für einen funktioniert, nicht automatisch das Richtige für einen anderen ist. Das wiederum lasst uns loslassen von diesen fast schon zwanghaften Vorstellungen, dass jemand einem anderen sagen kann, was er tun kann, nur weil er selber diese Erfahrung gemacht hat. Wir sind alle unterschiedlich und Yin-Yoga verbindet uns wieder mit dieser ureigenen Demut, dass wir einander unterstützen können, aber einander nicht belehren können. Weg von jedem autoritären Denken hin zu einem freundschaftlichen Miteinander. Dann langsam lösen wir wieder die Haltung, gehen in Gegenbewegungen, befreien die Hüften, lockern die Beine, die Gelenke, lassen die Energien wieder frei fließen, bevor wir die Seite wechseln. Und die Seiten können sehr verschieden sein. Und vor allem Schüler, die aus dem Ashtanga kommen, haben meistens Hemmungen, mit Blöcken zu arbeiten oder mit Bolstern. Es ist schon fast eine tödliche Angst, zu weich zu sein, wenn man sich die Unterstützung holt. Yin-Yoga lernt uns, dass wir uns wohlfühlen dürfen. Und auch wenn ich damit übereinstimme, dass es nicht immer gut ist, Props, wie es im Englischen heißt, zu verwenden, im Yin-Yoga wollen wir es uns so einfach als möglich machen, wenn wir lange in Haltungen bleiben und uns jede Unterstützung erlauben. Als Abschluss gehen wir hier nochmal in die Brücke, um den Körper, die Energiebahn im vorderen Bereich des Körpers, den Zentralmeridian zu öffnen, da diese Klasse am Morgen stattfindet. Und dann gebe ich noch jedem meiner Schüler eine leichte Unterstützung in Shavasana. Auch hier mehr energetisch als muskulär, obwohl ich auch hier in den Moment eintauche und höre, was jeder Körper mir sagt, verschiedene Arten der Berührung anwende,
je nachdem, was gebraucht wird. Und auch manchmal Hilfsmittel verwende, wie eine Decke oder einen Strap oder ein Handtuch, um spielerisch dem Körper eine tiefere Entspannung zu ermöglichen, fast schon wie Watsu oder das Tanzen im Wasser hier, dieses Tanzen mit einem Handtuch, das leichte Schwingen, wie das Wiegen eines Babys. Ich hoffe, das hat einen kleinen Einblick ermöglicht in eine Yin-Stunde. Vielleicht gibt es mehr. Danke fürs Zusehen. Namaste.